Hallihallo, mein lieben Buddha-Blümchen. Ich begrüße euch zu einem neuen Liebesorakel hier heute. Und zwar geht es heute, wir wollen einfach mal die Frage stellen, wird er sich melden? Ich habe mir überlegt, viele von euch sind vielleicht in einer Situation, wo ihr euch fragt, Mensch, er ist irgendwie im Rückzug, was weiß ich, was gerade los ist da bei ihm. Meldet er sich jetzt noch oder meldet er sich nicht? Was kommt? Da wollen wir einfach mal gucken. Ne? Für alle die, die heute nicht angesprochen sind, bitte seid nicht traurig. Beim nächsten Mal bist du bestimmt wieder dabei. Und ansonsten, ist auch alles Wichtige unten in der Beschreibung. Und ich würde mich auch über ein Däumchen nach oben freuen, wenn dir das Video gefallen hat. So, und jetzt geht's los hier. Pass mal auf, wir gucken jetzt mal. Hier liegt er, dein Gegenüber. Wenn du eine Frau bist, dreh dir das andersrum. Wenn du Mann bist, meine ich, ne? Und oder umgekehrt, ist ganz egal, macht es, wie ihr wollt. Ich spreche hier von einem Mann. So, Orakelchen, wie sieht's denn aus? Können wir, ups, nein, das war es nicht. Können wir vielleicht eine Tendenz bekommen, ob sich da nochmal was von ihm zeigt, ob er sich nochmal meldet, ob er jetzt längere Zeit im Rückzug ist, ob er für längere Zeit nun sozusagen erstmal verschütt ist. So, wie sieht's aus? Jetzt gucken wir. Okay, das sind, das war's nicht. So. Ja. So. Kommen noch welche oder lassen wir es dabei? Wir lassen es erstmal. Und nehmen erstmal diese hier, die wir hier haben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, also, es ist so. Es ist zwischen euch, du hast wahrscheinlich, komm, wir nehmen dich auch mal gleich bei der Gelegenheit hier zur Stelle. Du hast wahrscheinlich, es ist was sehr Tiefes zwischen euch. Du hast da große, große Sehnsucht, große Hoffnung nach einem Neuanfang im Grunde genommen, ne? Und es ist so hier, da zieht sich was, ne? Ups. Da zieht sich was hin, ne? Das ist also ich würde lügen, wenn ich sage, oh, da jetzt, heute oder morgen, ne? Steht da die Botschaft vor der Tür. Es zieht sich hin hier mit den Mäusen, ne? Und dann haben wir hier, wie rum ist eigentlich wurscht, die Vögel. Und da geht's dann wieder, bei den Vögeln wird's unruhiger sozusagen. Ich habe ja vorhin gesagt, du hast da aber auch so eine Tiefe, das ist das Problem, ne? Du wartest da, ich könnte ja jetzt zu dir sagen, warte nicht, lass laufen. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwer, weil da so dieses, dieses tiefe Gefühl irgendwie noch ist, ne? So, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch was kriegen. So, und hier haben wir den Mondzyklus, der ist ja die einzige Zeitkarte, die für mich so in dem ganzen Blatt eigentlich existiert. Zeit im Sinne von, dass ich Wochen, Tage oder was weiß ich, der Mondzyklus ist nun mal 4 Wochen und darum zeigt mir diese Karte, wenn ich nach einer Zeit frage, ups, dann auch so ein 4 Wochen Zeitraum an, ne? Also das heißt, wo es wieder so ein bisschen unruhiger wird hier, da haben wir hier den Mond. Und bis dahin zieht sich's aber, ne? Kriegen wir noch was oder irgendwie fluppt das heute nicht? Ich weiß auch nicht. Also springen die heute nicht so. So, nochmal jetzt hier. Kriegen wir noch eine? Okay, hier haben wir Mond, 4 Wochen in Kürze. Also ich tendiere dazu, ein bisschen zieht sich's noch. Das ist sowieso hier so eine Geschichte, ne? Für sich hier nagen die Mäuse ja dann auch noch so ein bisschen an dieses ganze, das heißt, während es sich zieht, sind da ja auch noch nagende Themen so ein bisschen da, aber es ist nicht das Letzte gewesen, sage ich mal so, was du von ihm gehört hast, also ich hätte da so wirklich diese innerhalb von 4 Wochen vielleicht so ein bisschen, ups, da fällt mir gleich die Feder runter, das war ein Zeichen, liebe Leute, ne? Merkt ihr das? Innerhalb von 4 Wochen. Jetzt wollen wir noch mal einmal ganz kurz, aber auch so, dass die Schattenthemen vielleicht einfach mal bei dieser ganzen Geschichte anschauen. Und, oh, na? Die nehmen wir, die wollte raus. Das habe ich doch gesehen, Mensch. So. Und hier haben wir den Gewitterengel. Kollision von Glaubensansätzen.
Einstellung und Stilen. Also hier kollisiert was miteinander. Hier crasht was gegeneinander und das gibt erstmal ordentlich Gewitter sozusagen in der Luft. Ja, was kollisiert denn hier, ne? Glaubensansätze, das heißt, er hat da irgendwelche Muster in sich vergraben hier, ne? Der Sarg ist ja, ihr wisst ja, das ist so, ne? So ein Seelenprozess auch immer. Und da haben wir dann die Mäuse, die aber in der Zeit, wo er da so drin liegt, immer, das ist seine Befürchtung zumindest, ne? Die nagen dann immer weiter in der Zeit, wo er hier sich dem ergibt und drin liegt, da nagen die Mäuschen vielleicht an anderer Stelle was anders weg, ne? Und schwubbeldiwupp ist nichts mehr da, ne? Ja, und da sind so alte Glaubensansätze, so Verstrickungen in sich, die das Ganze hier erschweren und diesen Schwung in die Sache mal so erstmal wieder reinkommen lassen. Die Ruhe vom Sturm, sag ich mal, ne? Der Gewitterengel, guck mal, der kündigt hier an, ey, ein Gewitter reinigt die Luft, das ist wichtig auch mal. Es muss mal auch mal gereinigt werden, ne? Die Luft muss gereinigt werden und dafür ist das immer ganz wichtig. Ja, mit dem Hund habe ich ja gesagt, du fühlst da diese erstmal die Fische, die Tiefe in einer Verbindung und ja, der Hund, wisst ihr ja, ne? Das ist meine Seelenverbundenheitskarte. So, was haben wir denn hier? Ah, was haben wir denn hier? Wolf, der Wolf im Schafspelz ist das hier, ne? Also da muss man anderen hier seine hier mit dem Gewitter, das reinigt die Luft, habe ich ja gesagt. Da muss man auch mal anderen halt Stopp sagen, Grenzen aufzeigen, bis hierhin und nicht weiter, ne? Und ja, das heißt nicht, dass du ihn in den Wind schießen sollst und für immer vergessen sollst, aber vielleicht auch mal sagen, so. Ne, hier ist meine Grenze und hier geht es nicht weiter. So, und dann haben wir hier den Schlüssel. Ne? Und der Schlüssel ist im Lennement ist er ja auch eine Sicherheit und so, aber hier, guck mal, hier öffnet er die Türen von diesem Käfig hier. Ne? Also in die Freiheit kommen, neue Türen öffnen sich, neue Möglichkeiten. Wie wir sagten ja, ne, der Gewitterengel ist hier im Anmarsch oder ist schon da, je nachdem, diese Energie und reinigt da mal so ein bisschen die Luft und öffnet dir wieder neue Türen, Fenster und Türen mal offen hier und mal frische Luft rein. Und sagt die so, ne, die ist ein bisschen robuster, bisschen, wie sagt man, ne, so sagt man robuster, nee. Da gibt es noch was anderes Wort, das fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, die kommt so und sagt, komm hier jetzt aber mal Türen, Fenster auf, frische Luft rein und dann lassen wir da mal ordentlich durchpusten hier und dann geht das auch wieder. Ne? Dann kannst du wieder richtig durchatmen und dann siehst du auch mal wieder klarer und siehst vielleicht da und da und da Dinge, die du noch gar nicht gesehen hast. Ne? Das öffnet noch mal ganz neue Türen und ja, ist auch ein Zeichen von Spiritualität, deine andere Seite, deine innere Seite, dein Inneres, ne? Dein innerer Kern sozusagen, ist auch ganz wichtig für dich im Moment. Und da musst du so deinen Zugang zu dir selbst bewahren oder finden, wie auch immer, ne? Aber dafür ist ja der Gewitterengel jetzt auch bei dir da, der sagt, so, ne, jetzt aber hier so und so und so, ne? Mal jetzt, aber du weißt ja, du weißt schon was. Ja, ich wollte jetzt hiermit ja auch mal so ein kurzes Video heute machen. Das muss ja nicht immer gleich eine halbe Stunde gehen. Ne? Das ist für mich auch immer je nachdem, wie ich Zeit habe. Und aber ich wollte euch wissen, ein Orakelchen heute schenken, meine Lieben. Und ja, hier der Klee, ne? Am Ende nicht vergessen. Ne? Glück in Kürze, oder wir haben ja nach einer Nachricht gefragt, ne, hier, auf jeden Fall, der lässt am Ende nicht auf sich warten, das ist das Licht am Ende des Tunnels, das manchmal muss der Gewitterengel wirklich mal vorbeischauen, das ist auch nichts Schlimmes, ne, also, so, das war's, ihr seid alle toll, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einen genau oben da, ansonsten, ich schicke dir ganz liebe Grüße, ihr seid die Besten. Tschüss.